Moin Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal was ganz anderes. Ich hole mein Auto ab. Mein erstes eigenes Auto quasi, so kann man es sagen. Ich brauche noch 2 Minuten, deshalb gehe ich mal eben noch kurz im Biomarkt shoppen. Ich weiß gar nicht, wie ich das einfach spontan jetzt das Video random raus. Ich bin gespannt, was ihr zum Auto sagt. Mich würde generell das sehr interessieren. Ich hau wieder einen 50-Euro-Gutschein raus an eins der Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr Skala 1 bis 10 mein Auto bewertet in den Kommentaren. Und aus diesen Bewertungen nehme ich mir einen Kommentar raus, pin das an, 50-Euro-Gutschein random an irgendjemanden. Wir fahren dann direkt hin und dann kriegt ihr noch einen geilen Carporn gleich. Den Wagen habe ich vorübergehend für einen Tag als Leihwagen bekommen. Ich kenne mich nicht mit Autos aus, ne? X3 M40i. Brutales Auto, ich schwör's euch. 360 PS hat die Karre. Was ich noch unbedingt sagen wollte zu dieser Aktion. Klar, ich präsentiere das Auto gerne. So, ich bin stolz drauf. Es ist mein erstes Auto. Ich möchte euch gleich dann auch mitnehmen. So die ersten paar Minuten im Auto. Mein Feeling generell. Aber was ich euch sagen möchte. Ich bin kein Fan von unverhältnismäßig viel Geld ausgeben. Ich muss einfach sagen, es ist dumm, so dieser Gedanke. Ich habe da bei Twitch auch oft die Gespräche geführt. Man möchte natürlich ein bisschen flexen. Und das fühlt sich gut an, auch wenn es wertlos ist. Das ist einfach so. Aber ich kann mich nicht von diesen Gedanken frei machen. Ich hätte mir auch noch eine günstige Karre holen müssen. Es ist nicht nötig, so eine Karre zu holen. Aber ich zahle nur 345 Euro im Monat. Ne? Denkt jetzt nicht, ich gebe voll krass viel Geld, unverhältnismäßig viel aus. Ich zahle viel Steuern, das ist scheiße, aber da wiederum kannst du viel Geld machen, wenn du was ausgibst. Das ist dann die andere Seite vom Papier, die gar nicht schlecht ist. 345 Euro nach Abzug der Steuern. Ne? Das ist das, was wirklich ich effektiv zahle. Trotzdem hätte ich noch weniger ausgeben können. Es ist aber im Verhältnis. Man muss auch einmal ein bisschen sich was gönnen. Ich bin ewig immer nach Hamburg gefahren. 1,5 Stunden mitten in der Nacht das Auto zurückgegeben für meine Touren. Ich habe sehr viel Geld für diese Leihwagen ausgegeben. Ich musste mir ein Auto holen. Das muss ich dazu sagen. Das ist keine unnötige Aktion. Klar hätte ich 150 Euro im Monat noch sparen können. Muss aber dann auch nicht. Wisst ihr, wir fahren jetzt zum Auto. Grüße auch nochmal an Ehrenbruder Charo. Charo hat mir das Angebot fürs Auto klar gemacht. Unbedingt den Charo abonnieren. Der hat maximal Ahnung von Autos und der hat auch einen Autokanal jetzt am Start. Charo hat's drauf. Wollte ich mir eben sagen. Und jetzt gucken wir mal nach dem Auto. Leute, ich habe hier Herrn Wiesner am Start, den besten Mann überhaupt. Servus. Ich sag's euch, ich habe überall geguckt, das krankeste Angebot überhaupt. Ich kenne kein Cash hier für. Ich mach's einfach von Herzen, weil er einen geilen Service gemacht hat. Hier Automarkt in München ist das, ja? Genau, ja. Und nach Herrn Wiesner fragen, falls ich es nicht irgendwo reinschreibe. Bester Service alles. Hier, guck mal, was der Herr Wiesner hier am Start hat. Geil, Mann, geil. Bei den Frauen kommt gut an, ne? Ja, klar. Ja? Hat mir meine Freundin auch geschenkt, aber ich konnte mich noch nicht durchringen. Aber demnächst bin ich auch mit so einem Socken. Das sollte mein ursprüngliches Kennzeichen werden, aber das ist nicht verfügbar gewesen. Es ist fast dazu gekommen, dass ich den Wagen erst später bekommen hätte, aber Herr Wiesner hätte mir einen Leihwagen gegeben. Und hätte mir den geliefert übrigens, umsonst. Dieser epische Moment jetzt, wenn ich mich das erste Mal reinsetze. Also auch wenn das jetzt ein bisschen stolzmäßig rüberkommt, aber für mich bedeutet das echt viel. Das Wichtigste ist sowieso für mich Familie, das kann ich nicht anders sagen. So. Aber jetzt auch mit dem Haus und dem Auto, natürlich freut man sich irgendwie, was geschafft zu haben. Und da seid ihr natürlich die, die mir das ermöglicht haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hochlade, weil ich das irgendwie so prollig finde. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Das ist einfach für mich ein traumhafter Moment. Das ist das, was ich jetzt als erstes denke. So. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Dead Power. Keine Angst, ihr kriegt noch alles zu sehen. Und inshallah, der Kofferraum ist größer als von dem Auto von meiner Freundin. Sonst bin ich tot. Ich schwör's euch, da muss ich jeder schmackhaft machen. Wenn wir dann zusammen drehen fahren, meine Freundin ist ja auch dabei, denn mein Sohnemann, da muss natürlich was im Kofferraum passen. Ich glaube, er ist größer, ja, Mann. Ich werde nicht sterben zu Hause. Das will ich jetzt doch noch festhalten. Der erste Moment, wo ich ihn anmache. Sport Plus. Ich erst mal zurechtfinden. Fahren wir mal erstmal los. Das finde ich so ein bisschen albern, sag ich dir ehrlich, jetzt so rückwirkend betrachtet. Wo ich nochmal trinke mit einem Becher und so und dann reingehe und vorher da stehe. Zu prollig so irgendwie, weißt du? Junge, lass das jetzt so. Das ist geil. Du siehst doch richtig gut drauf aus. Chill mal. So, als würde ich dich scheiße dastehen lassen. Das sieht richtig cool aus. Thank you.
schwöre es euch, ich wollte keinen Film jetzt einen dicken Carporn machen. Ich wollte einfach nur 10 Sekunden Auto zeigen und wirklich, Ahmed hat mich gezwungen. Ahmed, bitte sag das in die Kamera, dass du mich gezwungen hast, dass jetzt eine Minute Film oder so kommt. Das ist ein schönes Auto und er kann stolz darauf sein, dass er das hat. Das lasse ich nicht einfach so stehen. Hau mal ab, ey. Ja, aber nur, dass du Bescheid wisst. Guckt ihn euch an, wie soll ich da diesen Typen... Oh, ich kann das Gimbal gar nicht halten, naja. Wie soll ich... Was soll ich machen, naja? Oh, das ist viel zu dicht. Wie sonst auch. Ja. Ich habe jetzt vom Auto Abholung habe ich keine Aufnahmen gemacht, einfach weil ich den wie ein Opa fahren musste. Du musst ihn ja einfahren, 1000 Kilometer. Und da bin ich wie ein Opa gefahren im Ökomodus. So, da habe ich keinen Bock gehabt, habe ich nicht gefühlt, Videos zu machen. Ich werde jetzt einmal so für euch mal aufs Gas treten. Mein Empfinden nach hat er gut Power, der Wagen. Natürlich, wer ein Lamborghini fährt, der sieht das anders. Ich mache mal auf D-Modus, ne? Mhm. Und dann mache ich links rüber, das hat noch mehr Power, ne, Ahmed? Genau, dann ist im Sport-Plus-Modus, dann gehst du nochmal auf Sport, genau, Plus ist er jetzt. Ja, dann hauen wir rein. Mama! Oh, Junge! Das Ding ist, im Video wird man das nie nachempfinden können, leider. Kann man nicht, ne? Leider nicht. Der hat einen schönen Sound, klar, jetzt kein V8-Brüller. Aber ich finde einen schönen Motorsport-Sound. Der Ball hat schon gut rein. Aber man muss dazu ja auch sagen, ich sag's mir immer wieder, ne? Ich bin sonst so privat immer nur von meiner Mutter damals das Auto gefahren. Das hatte, keine Ahnung, 30 PS. Und klar, auch von Kollegen, ne? Bin ich auch mal Auto gefahren. Aber so für mein Auto, was ich frei zur Verfügung habe, das erste Mal so zum Fahren, hat er schon ganz gut Wumms und bringt auf jeden Fall Spaß, Mann. Das bringt auf jeden Fall richtig Spaß zu fahren. Ich bin immer nach Hamburg gefahren, 1,5 Stunden Film, Auto abgeholt. Das seitdem ich YouTube mache und ein Auto brauchte, mitten in der Nacht zurück. Ahmed musste mich mal abholen, sonst was. Und das war noch teurer als jetzt ein Wagen für mich zu leasen. Und 345 Euro im Monat kann man nicht mehr ganz für die Karre. Und Ahmed hat mich auch da überredet, auf die besseres Auto zu holen. Ich wollte ja schlechteres holen. Du bist ein Fan von Power gewesen und du hast den vernünftigen Cruiser geholt. Digga, du lebst nur einmal. Jetzt gönn dir doch endlich. Du hast immer zurückgesteckt. Natürlich, Haus geht vor, Familie geht vor, alles schön und gut. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ey, wir sind immer noch Männer und unsere Spielzeuge nach unseren Frauen zu Hause sind die Autos. Ja. So, sei ich dir ehrlich. Ja, Mann, das ist safe. In dem Sinne, vielen Dank an euch, auch dass ihr mir das ermöglichen könnt, so ein Video hier machen zu dürfen. Da danke ich euch für von Herzen. Ich hoffe, ja, ihr lasst mir noch einen Daumen oben da und einen Kommentar. Ja, und dann sage ich dicker Kuss. Bis zum nächsten Mal und...